Der namenlose Held hat sich zuletzt rund um das Banditenlager umgeschaut und jetzt geht's gleich nochmal zurück zum Tempel am Außenposten der Inquisition. Telekinese? Habe ich hier noch irgendwo irgendwas übersehen? Ich schaue auch nochmal in die Hütte von Robert, aber ich glaube, da ist nichts mehr gewesen. Das hätte ich mir zumindest nicht aufgeschrieben, wenn hier noch was wäre. Nee, hier ist nichts mehr. Dann zurück auf dem Rückweg unten am Außenposten der Inquisition, wenn ich hier nicht hängen bleibe. Nochmal in den Tempel rein und den plündern. Vielleicht finde ich eine Steinplatte, das wäre schön. Und dann ist es ja auch Abend. Allmählich sieht man es auch, dass es rötlicher wird, das Licht. Und dann kann der Held zurück in die Vulkanfestung und dann muss ich mir überlegen, nachdem ich allen möglichen Ramsch verkauft habe bei den Händlern in der Vulkanfestung, dann muss ich mir überlegen, ob ich die Lernpunkte aufspare für das nächste Mal, also für das nächste Siegel der Magie. Da fehlt es ja noch an 4 Punkten Weisheit. Ah, hier ist nichts mehr. Ab in den Tempel. Oder ob ich die Lernpunkte, die ich jetzt habe, direkt ausgebe für den nächsten Rang im Feuerball. Was natürlich auch seine Vorteile hat. Ich bin noch unschlüssig. So, wer bist du hier? Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, genau, hier draußen vor der Tür. Licht. Ach so. Moment. Noch ein bisschen was kochen bzw. essen. Zack. 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 Ich glaube, ich muss auch noch in die Hafenstadt und Zwiebeln und Kartoffeln kaufen. Für die nächsten Novizentöpfe. Genug rohes Fleisch habe ich. Grabmotte. Schnauze. So, was habe ich hier? Hier habe ich... Oh. Da oben ist ein Schalter. Hier sind einmal Beeren. Da oben ist ein Schalter. Da verschwende ich keine Schriftrolle der Telekinese für. Das geht auch von Hand. Ah, jetzt geht der Rückweg zu und der Weg geradeaus ist offen. Ist mir auch recht. Hier ist eine Grabmotte. Ah, hier ist einmal Telekinese-Spruchrolle. Das ist gut. Eine Heilpflanze. Da ist irgendeine Leiche. Und die ist da alleine. Das ist umso besser. Keine Gegner. Ich finde 2 kleine Heiltränke, 3 kleine Mana-Tränke und 3 Fackeln. Das ist schön. Ach, hier ist richtig gemütlich. Es wäre ja fast ein Ersatzhauptquartier. Hiermit kann ich wahrscheinlich die Türen wieder auf und zu machen. Also andersrum. Alchemietisch brauche ich jetzt hier nicht. Hier ist eine Truhe. Gut geraten. 40 Gold, ein Trank der Lebenskraft. Schön, und ein Fläschchen. Bevor ich es vergesse, wird der gleich getrunken. Da ist er. Lebensenergie plus 10, also dann 280. Jawohl. Prima. Bett brauche ich nicht. Das hier ist interessant. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ja, und jetzt brauche ich noch einen Punkt Weisheit. Ach, das ist doof. Kristallkugel der Telekinese und Herd. Telekinese. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Ach, hier liegt ein Kurzbogen. Den hätte ich komplett übersehen. Da oben ist ein Schalter. Aber den werde ich wieder mit Pfeil und Bogen benutzen. Sehr gut. Und raus. Bogen weg. Die Ruine ist geplündert. So, und ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich müsste nochmal in die Hafenstadt, um ein bisschen einzukaufen. Und ich möchte ohnehin mal bei Flavio wieder die ganzen Trophäen verkaufen. Das habe ich ja lange nicht gemacht.
Deswegen jetzt am Abend nochmal in die Hafenstadt. Vorher nochmal mit Telekinese zurück bis zu dem Haus von Neil. Oh, das war tief. Aber ich glaube, hier war ich schon überall. Hier finde ich jetzt nichts mehr. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Und jetzt einmal bitte in die Hafenstadt. Und hier eigentlich zum nächsten Suppentopf. Ich hoffe, Tilda kocht gerade nicht, sondern fegt noch. Ja, sehr gut. Was kann ich kochen? Ich kann 32 Novizentöpfe machen. Das werde ich auch tun. Woran mangelt es denn? Es mangelt an Fleisch. Ach, Wein brauche ich auch dafür. Und für Fischsuppen mangelt es an Hering. Ich brauche Kartoffeln. Okay, also Kartoffeln muss ich mal kaufen bei Elias und Wein müsste ich auch mal wieder kaufen. Aber erstmal hier kräftig kochen. 32 Novizentöpfe sind gut. Das ist eine sehr schöne Nahrung, weil die sowohl Gesundheit als auch Mana wiederherstellt. Zeig mir deine Ware. Hast du Wein im Angebot? Ja. Den kaufe ich dir auch ab. Kartoffeln hast du nicht, nur Zwiebeln. Was kosten denn 12 Zwiebeln? Ach komm, das ist jetzt auch egal. 12 Zwiebeln, 20 Wein. Das muss sein. Gold unter 4000, aber nicht lange. Ich habe ja noch gar nicht angefangen zu verkaufen. Dann geht's als nächstes zu Elias und Flavio, um so ein bisschen Ramsch zu verkaufen. Das ist der Plan, genau. Und es ist gleich dunkel. Ja, und nach der Hafenstadt geht's zurück in die Vulkanfestung. Dann wird noch ein bisschen alchimiert. Und ich muss mir halt überlegen, ob ich die Lernpunkte ausgebe für Feuerball oder ob ich hoffe, dass ich demnächst mal das nächste Siegel der Runenmagie lernen kann. Aber ich habe so meine Zweifel. Wo ist eigentlich der Fischhändler? Ist es schon so spät, dass er schon nicht mehr da ist? Oh. Flavio, wo bist du? Flavio? Flavio, bleib mal stehen. Ich brauche ein paar Sachen. Nee, brauche ich nicht, aber du kannst ein bisschen was bekommen, nämlich ganz viel sogar, wenn ich es finde. Hier ist es. Du bekommst von mir die ganzen Trophäen, also 2 kalte Herzen, ein Bestienfell, 33 Wildschweinfelle, 77 Wolfsfelle, 3 Rottwurmkrallen, 7 andere Krallen, nee, Rottwurmklaue oder was ist das? Ich weiß es nicht. 39 Stacheln, wie heißt das? Doch, Rottwurmkralle, okay. 32 Hauer, 92 Zähne, 34 Flügel, 38 Flügelstaub, 3 Knochen. Das sind alle Trophäen. Ja. Und das ist viel Geld. Über 5000, hurra. Dann zu Elias, dem verkaufe ich den restlichen Ramsch. Ach hier, du bist der Fischhändler, Nico, genau. Was hast du für Fische? Was kaufe ich dir ab? 2 Haistick und 10 Hering. Scholle. Ach komm, ich kaufe dir alles ab. Du armer Hund. So. Elias hat hoffentlich noch offen. Oder? Ja, er sägt noch. Lass mal deine Waren sehen. Dem habe ich ja auch schon Waffen verkauft. Das heißt, ja, die kann er jetzt auch bekommen. 2 Schaufeln auf alle Fälle, eine Pfanne, noch eine Hornmuschel, 5 Ogerkeulen. Was habe ich noch für ihn? Ja, diesen Ramsch auch bekommen hier. Ja, also Kerzenleuchter 2x, 2 Teller und ein Pokal. Und hier noch ein Messer. Und 5 Fackeln, die brauche ich ja nicht. Ach so, ich bräuchte Dietriche. Hast du Dietriche? Natürlich nicht. Warum auch? Ich muss Dietriche suchen.
Ja, der Rest, der bleibt. Hiervon nichts. Hiervon auch nichts. Habe ich ja nichts doppelt. Hiervon bekommst du auch nichts. Achso, Kartoffeln wollte ich kaufen. 12 Stück. Und jetzt hier. Einen kleinen Schild. Eine Halskette. Ein Ring der Holzhaut. Zwei normale Ringe. Ring des Axtkämpfers kann weg. Und der Vasallenring ist ein Questobjekt. Das bleibt. Rostiger Zweihänder, zwei Jagdmesser, zwei rostige Schwerter, eine Sichel, zwei Knüppel, drei Novizenstäbe und ein Kurzbogen sowie 18 Bolzen. Und eigentlich kann ich auch mal Pfeile verkaufen. Also so 204 können eigentlich locker weg. Ich brauche doch gar nicht so viele. Na, habe ich die 204 Treffer? Ja! Warenkorb handeln. Wieder über 5000, trotz der Einkäufe. So, ich brauche... Was hatte ich gesagt? Ich brauche Dietriche. Wer kann denn Dietriche haben? Walter, der Schmied möglicherweise. Hallo, Katie. Es gibt gerade nichts Neues. Aha. Die ist gar nicht mehr sauer, dass ich Sid aus der Stadt geekelt habe. So, ach ja, Walter. Hier kann ich Werkzeugbeutel abgeben, das will ich nicht. Ach, bei Walter kann ich gar nichts kaufen. Hm, wer könnte denn im Händlerviertel Dietriche haben? Der Alchemist wohl kaum. Obwohl ich bei dem mal gucken könnte, ob der irgendwas Besonderes hat. Ich weiß nicht, ob ich im zweiten Kapitel schon mal bei ihm war. Und ansonsten, ja, Konrad, hatte der Dietriche? Falls ja, habe ich es nicht gesehen. Hier ist Gary. Leonardo, hallo. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Komm, hier 19 kleine Mana-Tränke und 12 Wein. Habe ich noch Fläschchenbedarf? Wo sind die Fläschchen? 99. Ah, das ist nicht die Welt. Ach komm, ich gebe jetzt Geld aus. 55 Fläschchen noch dazu. Und er hat hier verlockende Tränke, also Rezepte, aber die brauche ich nicht unbedingt. Ach so, ich wollte ja hier den verkaufen. Das kann ich auch machen. Den muss ich ja nicht bei Aprax verkaufen. Ach, der gibt nur 200. Ist das wieder teuer. Aber muss sein. Und jetzt nicht ablenken lassen, ich wollte noch Dietriche haben. Bei Alvaro könntest du die geben. Zeig mal, was du hast. Gibt's aber nicht. Wo gibt's Dietriche? Vielleicht bei Kaspar in der Vulkanfestung. Mal schauen. Nochmal zu Konrad. Zeig mir deine Ware. Der hat die nicht. Nee. Gut, okay. Da muss ich in der Vulkanfestung schauen. Hier. Noch ein bisschen kochen. Ich kann 8 Fischsuppen kochen. Mache ich auch. Ich hätte hier noch Fleischtopf, aber den koche ich ja nicht. Also es mangelt jetzt wirklich wieder an rohem Fleisch. Interessant. So. Und dann könnte ich noch einmal irgendwo hinlaufen, wo es so einen Herd gibt. Aber eigentlich kann ich da wahrscheinlich nur Sachen braten. Und der nächstgelegene Herd wäre wahrscheinlich... Der ein Stahlbarts Baracke. Oh, das ist jetzt aber weit. Aber jetzt habe ich die Hälfte schon geschafft. Es sollen alle gestorben sein, sagte einer. Tja, so ist das hier auf Varangar. Nur die Harten kommen in den Garten. Und der Held kommt in die Vulkanfestung. Sobald ich geschaut habe, was es noch gibt am Herd zu braten in der Pfanne. Weil ich glaube nämlich, dass ich nochmal Varangar Fried Chicken machen kann. Ja, Hähnchenkeule. Brat das mal schön. Und Würze nicht vergessen, ganz genau. Und, bist du fertig? Riecht schon mal nicht schlecht. Gut. Dann kann ich noch 6 High Steaks machen. Die bringen ja Erfahrung.
So, die Bratheringe mache ich nicht, weil daraus mache ich Fischsuppen. Fleisch brate ich auch nicht, das geht für die Novizentöpfe drauf. Gebratene Scholle. Ja, gebratene Scholle. Riecht schon mal nicht schlecht. Gut. Und ich frage mich gerade, wenn ich jetzt zu Nico gehe. Was hast du für Fische? Dann hat er wieder zwei Highsteaks. Und einmal gebratenes Highsteak gibt 15 Erfahrung. Das heißt, ich könnte hier aus 100 Goldstücken, also ich könnte 100 Goldstücke umwandeln in 30 Erfahrungspunkte. Das ist interessant zu wissen. Ich kaufe ihm jetzt nur noch die Heringe ab. Für die nächsten Fischsuppen. Und kann ich die kochen? Ach, da ist gerade einer am Topf. Dann ist es auch egal. Es geht jetzt in die Vulkanfestung. Und da steht der Inquisitor rum und rührt sich nicht. Und es ist schon wieder ziemlich spät. Ja, zur Aprax muss ich nicht. Ich habe genug kleine Mana-Tränke. Ich muss eigentlich nur mal zu Kaspar, um zu schauen, ob der vielleicht Dietriche hat. Dem traue ich das nämlich zu, dass er die hat. Und dann mal gucken, was ich selber brauen kann. Muss ich zu Ilomar irgendwelche Schriftrollen verkaufen? Ne, ich glaube auch nicht. Aber kann auch nicht schaden. Aber das sehe ich auch gleich, wenn ich bei Kaspar bin. Kaspar, bist du schon hier? Ja. Du wirst mir besser auf die Finger schauen, solange ich hier bin. Aha. Die Stürme werden auch immer heftiger. Du schaust besser an deinen Kochtopf, solange ich hier bin. Irgendwann geht das hier alles kann ich nicht benutzen. Kaspar, komm, quatsch nicht so viel rum. Dann zeig mal, was du hast. Du hast Dietriche, das ist gut. Auf Kaspar ist Verlass. Ja, und mehr habe ich ja nicht. Ich habe ja alles schon verkauft. Zack, immer noch 4000, das ist in Ordnung. Fass hier bloß nichts an. Bis dann. Ich fasse hier nichts an, hier ist doch schon alles angefasst. Ja, was habe ich gesagt? Ach, ich wollte schauen, ob ich irgendwas zu verkaufen habe für Ilomar. Ja, theoretisch das hier. Aber eigentlich auch nicht, weil ich die Rune noch nicht benutzen kann. Nee, dann gibt es nichts zu verkaufen bei Ilomar. Zur Aprax muss ich nicht. Und jetzt ist die Frage. Punkte aufheben für das nächste Siegel oder direkt den nächsten Feuerball. Ich habe jetzt, also der Held hat Weisheit 91 und ich habe zwei Steinplatten, jeweils Weisheit plus 4. Also hier wäre ich bei 99. Ich brauche 100 Weisheit für das nächste Siegel der Runenmagie. Höh. Ach, ich denke mir, Feuerball ist gut. Komm. Unterrichte mich in der Magie. Lehre mich dein Wissen über den Feuerball. Du hast dein Wissen vertieft. Dein Feuerball ist stark und du kannst großen Schaden anrichten. Du stehst kurz davor zu lernen, wie du aus dem Kristall viel größere und mächtigere Energien freisetzen kannst. Das klingt gut. Lernpunkte alle wieder weg. Und es geht ins Hauptquartier, die Kammer unter der Heiligen Halle. So. Hier an den Schrank, was kann ich da reinpacken? Da kann ich reinpacken. Wenn ich's denn finde. Hier die vier Wichtelkappen. Und die drei Ogerwurzeln, die der Held in den letzten zwei Tagen gefunden hat. Den behalte ich mal noch, aber den kann ich eigentlich wegmachen, weil ich glaube, ich kann was Besseres selber herstellen. Also nehme ich den mal, um ihn verkaufen zu können bei nächster Gelegenheit. So, ich habe drei Heldenkronen. Wie viele Beeren habe ich denn? Wo sind die Beeren? Da, genau 20. Das heißt, ich kann zwei Tränke der magischen Kraft brauen. Das heißt, eine Heldenkrone bleibt hier. Ja, das ist so das Wesentliche. Schließen.
Dann rühr dir mal die zwei Tränke zusammen. Gute Arbeit, genau. Gute Arbeit und guten Appetit. Mana 139 und jetzt 149. Und drei kleine Mana-Tränke auch noch basteln. Auch wenn es bebt. Der Held kann trotzdem alchemieren. Treffsicher. Beeindruckend. Fertig. Fertig ist das Stichwort. Es geht jetzt nämlich ins Bett mit dem fertigen Helden. Und der war ja zwei Tage nicht hier, hat ja einmal im Banditenlager übernachtet. Und das hatte auch seinen guten Grund, weil er hat die ganze Umgebung des Banditenlagers erkundet. Da überall ist er gewesen. Und ich würde mal sagen, der nächste Ausflug geht dann schon an die Westküste, da runter. Und da hinten lang, das ist auch eine ganze Menge. Sieht gar nicht so viel aus, ist aber ziemlich viel. Aber nicht mehr heute. Gute Nacht. Und weiter mit dem Ausflug an die Westküste der Insel Faranga. Bei Nicht-Erdbeben, bitteschön. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.